In diesem Video schauen wir uns die Reihen- und Parallelschaltung etwas genauer an. In diesem Experiment schauen wir uns Reihen- und Parallelschaltung an. Die allereinfachste Variante ist ein Stromkreis einfachster Art. Ein Lämpchen, ein paar Batterien und dann wäre die erste Idee, wir brauchen einen Schalter. Und jetzt gehe ich her und schließe den Schalter parallel an. Das ist tatsächlich etwas, was auch viele Schüler machen, wenn sie das erste Mal das ausprobieren. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist, es funktioniert sogar. Also die Lampe leuchtet und wenn ich jetzt den Schalter schließe, geht die Lampe, naja, nicht ganz aus. Also sie klimmt noch. Jetzt leuchtet sie und jetzt klimmt sie. Also irgendwie funktioniert es nicht so richtig. Parallelschaltung bedeutet, wenn ich den Schalter schließe, dass der größte Anteil des Stromes praktisch hier sozusagen an der Lampe vorbeifließen kann. Das heißt, ich habe hier im Prinzip Kurzschluss gemacht in dem Moment, wo ich den Schalter schließe. Das ist jetzt nicht die ideale Art und Weise, wie man eine Lampe schalten sollte. Daher machen wir das ein bisschen anders. Ich gehe her und schalte den jetzt in Reihe. Und das ist auch die Art und Weise, wie man das machen sollte. Jetzt kann ich einen ausschalten. Und jetzt ist es auch richtig rum, wenn der Schalter zu ist, ist die Lampe an. Wenn der Schalter auf ist, ist die Lampe nicht mehr an. Der Stromkreis ist jetzt unterbrochen. Das heißt, die Lampe ist auch wirklich aus und ich habe auch keinen Kurzschluss fabriziert. So weit, so gut. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir machen, wenn wir noch einen zweiten Schalter haben. Und das auch schon. Und jetzt kann ich natürlich wieder hergehen und die Parallelschaltung ausprobieren. Na. Einmal. Und zweimal. So. Na, der Kumpane will nicht so, wie ich wohl will. So, zwei Schalter. Hier kann ich einschalten, hier kann ich auch einschalten. Ist doch wunderbar. An. Jetzt kann ich hier aber nicht ausschalten. Das ist, wenn man sich mal vorstellt, das ist ein Treppenhaus. Ist es blöd, wenn ich jetzt, sagen wir mal, im Erdgeschoss das Licht anmache und ich kann es im Keller nicht mehr ausmachen. Oder umgekehrt, ich mache es im Keller an und wenn ich dann oben angelangt bin, kann ich es oben im Erdgeschoss nicht mehr ausschalten. Das ist irgendwie unpraktisch. Aber wenn man sich das Ganze nochmal anguckt, hat das tatsächlich auch seine Berechtigung. Das ist nämlich eine sogenannte Oder-Schaltung. Das heißt, der Schalter kann zu sein, der Schalter kann zu sein oder beide können zu sein und dann leuchtet das. Das ist das klassische Oder. Jetzt probieren wir eine weitere Möglichkeit aus und zwar die Reihenschaltung. Also, da ist jetzt ein Kabel zu viel. Zack. Weg mit Reihenschaltung. Und so, hier kann ich meine Lampe ein- und ausschalten. Das ist wunderbar. Und ja,
Das ist wieder die Situation im Prinzip von eben, nur mit einem Unterschied. Wenn der Schalter offen ist, kann ich hier schalten, wie ich will, da passiert nichts. Und wenn der Schalter offen ist, kann ich hier schalten, wie ich will, und es passiert nichts. Beide Schalter müssen geschlossen sein, damit die Lampe leuchtet. Daher sagt man auch Und-Schaltung dazu. Aber auch das ist recht unpraktisch. Wie man tatsächlich mit zwei Schaltern das richtig macht, da habe ich ein eigenes Video für. Für den Moment. Nur damit man mal gesehen hat, Parallel- und Reihenschaltung mit einfachen Schaltern. Und dann legen wir wieder die Schalter beiseite und schauen uns jetzt ein zweites Lämpchen an. Und das zweite Lämpchen wird jetzt in erstmal parallel geschaltet, so wie wir das eben gemacht haben. Wir haben immer ja die Parallelschaltung zuerst gehabt. Also zack, zack. Na. Ja, jetzt müssen wir hier noch das Drittchen hier irgendwo unterbringen und schon leuchtet es. Und das Spannende ist, wenn ich jetzt hier das Lämpchen einfach mal rausschraube, das ist dem anderen Lämpchen egal. Ich kann auch hier das Lämpchen rausdrehen, ist kein Problem. Beide leuchten gleich hell, auch wenn ich eine rausdrehe, bleibt die im Prinzip in der Helligkeit so bestehen. Gut, dann machen wir eine Reihenschaltung draus. Jetzt, und da haut einer ab, das wollen wir nicht. So, und jetzt fällt sofort schon auf, die leuchten nicht mehr so hell. Und wenn ich eine rausdrehe, geht die andere auch aus. Also, Reihen- und Parallelschaltung. Bei der Reihenschaltung, und deswegen leuchtet das hier nicht mehr so hell, habe ich einen einzigen Stromkreis. Und in diesem Stromkreis ist logischerweise die Stromstärke überall gleich. Was aber nicht gleich ist, ist die Spannung. Hier habe ich eine Spannung, hier habe ich eine Spannung und hier habe ich die Gesamtspannung. Das heißt, die Spannung teilt sich auf. Wenn ich so eine Parallelschaltung habe, kann man sich im Prinzip jetzt ganz einfach vorstellen, wo kann ich überall mein Spannungsmessgerät anschließen. Also sprich mein Voltmeter. Ich kann es hier anschließen, ich kann es hier anschließen, ich kann es hier anschließen. Und überall würde ich aber die gleiche Spannung messen, weil die sind ja hier alle nur mit Drähten praktisch verbunden. Das heißt, bei der Parallelschaltung ist überall die Spannung gleich groß. Aber wenn ich hier jetzt den Strom mir angucke, der hier ankommt, der kann durch das Birnchen hier fließen, der kann aber auch durch das andere Birnchen fließen. Das heißt, der teilt sich hier auf. Das heißt, die Stromstärke, die hier ankommt, ist praktisch die Summe der Stromstärken von diesen beiden. Das ist die Parallelschaltung.